Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ganz viele interessante Sachen heute, über die wir sprechen wollen, die ich euch näher bringen möchte. Und freue mich, euch das wirklich mit so viel Motivation wie möglich zeigen zu können. Ich will ehrlich sein, weil ich öfter mal gefragt werde. Ich habe jetzt nicht diesen Hype, den man irgendwie vor vielen Jahren als Creator oder auch als Spieler für COD noch hatte, weil ich einfach nach 3 Jahren ernüchterndem Schwachsinn an den Punkt angelangt bin, wo ich die Dinge so hinnehme. Wenn sie scheiße sind, kritisiere ich sie und wenn sie gut sind, freue ich mich kurz und schaue, was das nächste ist. Ich kann es auch langsam so nicht mehr hören von Activision, wenn man so auf Twitter liest, dieses Jahr wird das innovativste COD aller Zeiten und sowas. Es ist jedes Jahr dasselbe und bei Vanguard hat man es ja auch gesehen. Da haben sie gesagt, zerstörbare Umgebung, habe ich gedacht, ja. In Ghost haben sie es versucht, das war vor langer Zeit, da war es jetzt nur, dass die Maps sich ein bisschen durch den Camp-Strike geändert haben. Man konnte 1-2 Sachen drücken. Habe ich gedacht, bei Vanguard, wir haben hier eine MW-Engine, die bietet schon ein bisschen was und wir sind im Jahr 2021, 22, da sind mittlerweile 30 Entwicklerstudios dran. Und in Vanguard hat man am Ende dann was bekommen? Nichts anderes ja im Prinzip als Holz, was man zerschlagen kann. Also ein Feature, was man in COD-Zombies schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren hat. Alles sehr enttäuschend, wie das Ganze abgelaufen ist. Das Interesse an Vanguard ist gleich null. Ich habe Vanguard nach dem einen Video über Season 3 gelöscht und ich spiele es halt auch nicht, weil ich finde mittlerweile, und ich habe ja bis vor kurzem gesagt, Modern Warfare 19 ist für mich persönlich subjektiv das schlechteste Call of Duty aller Zeiten. Ich will ehrlich sein, Leute, Call of Duty Vanguard hat, hey Hund, Modern Warfare 19 mittlerweile abgelöst. Also Vanguard ist mit all den Problemen und diesem Camo-Grind, der kein Grind ist, sondern unaufhörliches Hinterherhetzen, dass man diese Aufgaben schafft, mit Aufsätzen, die es immer noch nicht gibt. Das Spiel hat keine Seele für mich. Ich weiß nicht, ob ihr es fühlen könnt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, aber für mich hat COD Vanguard einfach keine Seele. Das Spiel sagt nichts aus, es spricht über nichts, es ist nicht innovativ. Und da kommen wir zu dem ersten Thema heute. Innovativ ist eins. Und zwar mein Partner, der das Video heute sponsort. Das heißt, wenn ihr Bock habt, euch PlayStation-Guthaben zu kaufen, zum Beispiel ein neues Game, kostet meistens ja so 60 bis 70 Euro, dann könnt ihr hier einfach auf den günstigsten Anbieter gehen. Es ist eine 75 Euro PlayStation-Karte. Das Ganze macht ihr dann einfach zum Beispiel bei PayPal. Dann habt ihr hier eine Bearbeitungsgebühr. Das kommt immer oben drauf. Ich hoffe, dass es endlich bald weg ist. Ihr könnt mich unterstützen mit dem Code Shappy. Ihr würdet jetzt in dem Fall einfach für eine 75 Euro PlayStation-Karte 66,07 Euro zahlen. Das heißt, umso größer die Sachen sind, die ihr kauft, umso mehr spart ihr am Ende. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Aber während mein Hund da, ich zeige euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr es gleich sehen könnt. Ich weiß nicht, was sie da macht, ob sie ihr Fuß ableckt oder vielleicht leckt sie auch was anderes ab, was ich gar nicht jetzt in die Hand nehmen möchte. Lassen wir das einfach. Während der Hund das da macht, das ist nämlich unser Ehrengast Bella, gut, er geht wieder. Es gibt tatsächlich eine Innovation, die von Ghost of Hope angesprochen wurde. Und Ghost of Hope ist im Prinzip seit über einem Jahr einer der seriösesten Leaker, die wir für neue COD-Sachen und der hat das Monarch-Event vorhergesagt und der hat die Seasons schon vorhergesagt, alles Mögliche. Und der hat darüber gesprochen, dass wir einen neuen Modus in neuen Modern Warfare 2 bekommen. Und zwar einen DMZ-Modus, das heißt einen demilitarisierten Zonenmodus. Das ist ein schwieriges Wort. Das hat EA zusammen mit, wer hat Battlefield gemacht? Diesen Schmutz, den COD-Killer? DICE, glaube ich, ne? EA und DICE, ja genau. Die haben das versucht mit Battlefield, wie hieß der Modus? In Battlefield gibt es einen Modus, den kein Hazard Zone, genau. Den hat am Ende keiner gespielt, weil das Game nach einem halben Jahr keine Spieler mehr hat. Übrigens auch immer noch kein Season Pass, wofür manche von euch Geld bezahlt haben, was mir im Herzen leid tut. Und mein Geld für das Game ist auch in den Bach gelaufen und ich glaube auch nicht, dass ich es zurückbekommen werde, aber ich werde es auch nicht starten, weil dieses Game, also wenn man sagt, Call of Duty Vanguard ist ein Fail, dann muss man sagen, Battlefield 2042 ist der Inbegriff eines Fails. Also nehmt ihr eine Schlange und eine Katze und ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Aber Call of Duty und Activision sind ja dafür bekannt, dass sie Dinge kopieren, weil sie kreativ gesehen nichts können, leider mittlerweile. Das hat man, und das ist ja generell nicht immer schlecht, Sachen zu kopieren, die gut sind. In Apex Legends hat man nun mal auch eben die Ballons. An den Seilen kann man sich hoch
ziehen und kann dann über die Karte fliegen. Das haben sie ja in Caldera jetzt 1:1 übernommen. Ist ja in Ordnung, soll jetzt ja erstmal keinen stören, mein Gott. Aber jetzt kommt es eben, dass sie sich an diesem DMZ-Modus versuchen, der jetzt reinkommt. Und damit ihr ungefähr wisst, was man sich darunter vorstellen kann. Nehmt Escape from Tarkov. Ihr geht in eine Zone mit eurem Team mit gewisser Menge an Loot. Ihr könnt vorher entscheiden, wie viel Loot, also welche Waffen, welche Munition, vielleicht welche Ausrüstung, Perks, wie viel Geld ihr mitnehmt. Und euer Ziel ist es, euch mit anderen Leuten auf dieser relativ großen Karte dann zu behaupten. Die ist also keine kleine Multiplayer-Karte, sondern deutlich größer. Und am Ende exfiltriert zu werden. Das heißt, ihr müsst einen bestimmten Punkt erreichen, ein U-Boot, ein LKW, ein Savepoint, sonst irgendwas. Wenn ihr es schafft, dorthin zu kommen und am Leben bleibt und rauskommt, dann behaltet ihr all den Loot, den ihr reingenommen habt und all das, was ihr vielleicht von Gegnern aufgenommen habt und. Das Ganze kann man im Prinzip, wenn man an Black Ops 1 zurückdenkt, was ja für viele von euch alten Säcken auch noch ein Game ist, was ihr kennt. Ich habe es nie gespielt, ich war zu jung damals. Ich war eher so mit den ersten Brüsten einer Frau anschauen beschäftigt. Ich war, glaube ich, 14 oder 15 oder sowas. In BO1 gab es Wagers. Das heißt, ihr konntet Ingame-Währung, also nicht COD-Points, die man kauft, sondern wirklich Ingame-Währung, die man für Spielzeit so bekommen hat, in Wager-Matches mit reinnehmen. Und wenn ihr die gewonnen habt, habt ihr eben High-Risk, High-Reward diese vielfach zurückbekommen und konntet euch davon dann, so ist es bei Escape from Tarkov ähnlich, neue Ausrüstung kaufen, Waffenaufsätze, Waffenperks und all solche Sachen. Das heißt, die Möglichkeiten, die man da hat, sind als Spieleentwickler eigentlich unendlich. Man kann theoretisch sogar sagen, der Spieler kann ja auch COD-Points damit reinnehmen. Und wenn er die Runde verliert, verliert er seine COD-Points. Activision wird das mit Sicherheit gefallen, werden sie so nicht machen, weil das schon wieder sehr Richtung Gambling geht. Aber ich denke, ihr habt das System in diesem DMZ-Modus verstanden. Und dieser neue DMZ-Modus oder Demilitarized Zone, was auch immer auf Englisch das nachher heißen wird, soll jetzt im neuen MW2 kommen. Und ich kann euch dann nur empfehlen, dass ihr bei Exclusive Ace einmal reinschaut. Der hat da vor ein paar Tagen einmal drüber gesprochen. Da habe ich es dann das erste Mal aufgeschnappt, habe bei Ghost of Hope geguckt, was der darüber getwittert hat. Und der hat so ein, zwei Sachen dazu geschrieben. Und er scheint da relativ begeistert zu sein. Und ich finde diese Idee von diesem Modus, den aus Escape from Tarkov oder anderen Games zu übernehmen, gar nicht schlecht. Weil es wirklich ein Change of Pace ist. Es ist was anderes als der normale Multiplayer. Ich muss von Anfang an überlegen, wie viel Loot nehme ich eigentlich mit, weil ich es halt verlieren kann. Umso mehr und umso bessere Sachen ich natürlich aber auch mitnehme, umso mehr Chancen oder umso bessere Chancen habe ich, diese Runde am Ende zu gewinnen. Wenn ihr zum Beispiel, als einfaches Beispiel, ihr seid vor einer Runde Warzone und müsst überlegen, was nehme ich in diese Runde Warzone mit, um zu gewinnen? Und ich will ja aber auch nicht, sagen wir mal, ihr habt eine goldene AK und eine goldene Sniper. Und dann habt ihr ein graues Sturmgewehr, als Beispiel jetzt. Und ihr könnt diese Sachen halt nur einmalig dann haben. Geht ihr dann mit der Sniper und der AK in Gold mit 5 Aufsätzen rein? Oder geht ihr mit dem grauen Sturmgewehr rein, hofft, dass ihr es irgendwie schafft, auch wenn das deutlich schlechter ist, und habt dann neuen Loot und habt, selbst wenn ihr verliert, nicht viel verloren. Das heißt, dieses, ich setze etwas und bekomme viel wieder oder verliere alles, finde ich persönlich interessant. Die Gefahr bei dem Ganzen ist natürlich wieder, dass es am Ende so abläuft wie, keine Ahnung, Cold War, Fireteam Dirty Bomb. Der Modus, der von wahrscheinlich allen von uns am Ende oder die ersten 6 Monate, mittlerweile kann man ihn nicht mehr starten, weil es wirklich keiner mehr spielt, der nur gespielt wurde, damit man hauptsächlich seine Raketenwerferaufgaben fertig machen konnte. Der Modus war gar nicht schlecht, ich habe den auch wirklich ganz cool gefunden, er war aber zu langatmig, da sind viel zu viele Fehler gemacht worden und er hat keinen Support bekommen. Er hat keinen Support bekommen, weil keine Spieler dort waren. Das heißt, die Entwicklerstudios teilen sich mit so einem Modus natürlich auf. Ihr müsst mal überlegen, wie viel Entwicklungszeit in den Modus reingegangen ist, die sonst Entwicklungszeit gewesen wäre für 3 neue Maps oder 3 neue Waffen oder 2 Mechaniken, die besser funktioniert hätten oder. Das heißt, jedes Mal, wenn Activision, egal wie viele Studios an so einem COD arbeiten, mit einem neuen Modus daherkommt, habe ich immer die Angst, dass dafür andere Sachen wieder irgendwo auf der Strecke bleiben. Generell muss man aber sagen, würde es mich freuen, wenn sie diesen Weg gehen. Escape from Tarkov, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, mir ist es ein wenig zu taktisch, das ist mein persönliches Empfinden. Ich gucke es mir aber zwischendurch in Streams gerne mal an. Übrigens, Leute,
weil wir über Stream sprechen, nächsten Samstag, das heißt in vier Tagen, veranstalte ich ein Rebirth-Turnier in meinem Twitch-Stream. Da können Duos antreten in Rebirth. Ihr könnt in 5 Stunden so gute Runden wie möglich erspielen. Es geht um insgesamt 300 Euro plus noch ein paar Gimmicks. Checkt mal unten Link, Videobeschreibung, Discord aus. Da ist extra ein Raum zum Anmelden für euch. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Auf jeden Fall, in Streams gucke ich mir sehr gerne irgendwie mal eine Runde Escape from Tarkov an. Bei einigen YouTubern meistens. Auf Twitch ist es nicht so ein großes Ding irgendwie. Aber ich spiele es einfach nicht gerne. Und deswegen denke ich mir, dass dieser Modus, wenn man den so ein bisschen Richtung COD macht, was wir ja eigentlich alle wollen, guten Multiplayer, der uns bei Laune hält mit ein paar guten Features, dass das eine coole Idee sein kann. Es kann aber auch komplett in die Hose gehen, wenn man wieder zu viel Entwicklungszeit in andere Sachen reinsteckt und den so nebenbei laufen lässt. Und noch schlimmer wird es, wenn wir wieder Combat Pacing haben. 6 gegen 6, 8 gegen 8, 10 gegen 10, Bodenkrieg vielleicht oder Ground War oder ist das gleiche, oder Arms Race wie jetzt im Vanguard und dann den DMZ-Modus, dann den Rebirth-Modus und dann Warzone 2, dann wird die gesamte Playerbase schon wieder so hart aufgeteilt, dass es schon wieder Kacke ist. Ich persönlich würde mich freuen, wenn es so kommt. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo auf dem Kanal lasst. Wenn es für euch irgendwie interessant war, kommentiert das gerne und schreibt mir eure Meinung rein. Ich bin raus für heute. Ciao.